Ja, dort sind die Europaspiele oder auch European Games, quasi die Olympischen Spiele auf Europaebene, und die sind dort zum ersten Mal und wir werden uns das Ganze mal angucken. Also erstmal grundsätzlich muss man sehen, ob man die Form gehalten hat von Kopenhagen bis Baku. Es ist dies Jahr nicht der Wettkampfhöhepunkt, deswegen sollte man auch die Leistungen, die dort sind, nicht zu sehr überbewerten. Wichtig ist es, im August zur WM die Quotenplätze zu holen, und darauf wird auch hintrainiert. Die Quotenplätze sind die Plätze, also die Anzahl der Startplätze, die der Verband für einzelne Sportler zur Verfügung hat bei den Olympischen Spielen. Es ging einfach nur um die normale Wettkampfvorbereitung, wie man die halt vor jedem Wettkampf auch macht, und einzelne Punkte, die man halt als Schwächen noch in den Weltcups hatte, da wurde natürlich explizit gearbeitet. Also ich denke mal, ganz vorne mitfahren werden unter anderem der Litauer, weil der auch den Weltcup in Duisburg sehr souverän gewonnen hat. Dann noch Andrei Kreitor, der Russe, der Europameister dieses Jahr. Also letztendlich die üblichen Verdächtigen. Der Spanier ist auch noch mit dabei, und es sind die Leute, die man eigentlich bei jedem Wettkampf trotzdem trifft, und von daher wird es ein schönes Rennen. Das Problem ist, ich konnte eigentlich auch gut eine 1000 fahren, aber ich hatte immer eher so die Probleme, mich so lange zu konzentrieren, und Sprinten hat dann auch irgendwie funktioniert, und dann habe ich das gemacht.